Auf über 27 Hektar erstreckt sich der Opel-Zoo zwischen Kronberg und Königstein im Taunus an den Hängen des Vordertaunus mit atemberaubendem Blick über die Altstadt Kronbergs bis ins Rhein-Main-Gebiet. Über 1500 Tiere aus mehr als 200 Arten leben, wie sonst nur in der freien Natur, in weitläufigen Anlagen. Die große Artenvielfalt spiegelt sich dabei nicht nur in der Afrikasavanne mit den Giraffen, Zebras, Impalas und Gnus wider. Neben den roten Pandas, den umträgigen Erdmännchen, den majestätischen Geparden, werden zahlreiche vom Aussterben bedrohte Tierarten gepflegt. So beispielsweise die mesopotamischen Dammhirsche. In der großen, für Besucher begehbaren Freiflugvoliere können Ibisse, Schwarzstörche, Waldrappe und verschiedene Enten in ganz besonderer Atmosphäre beobachtet werden. Lehrpfade, Informationsstände, öffentliche Führungen, der Streichelzoo mit den Ziegen, Schafen und Eseln, das Kamel- und Ponyreiten sowie die Abenteuerspielplätze mit Kletterwald, Riesenrutschen und Grillplätzen machen das Freigehege zu einem Erlebnis für die ganze Familie. Von den Terrassen des neuen Restaurants Sambesi hat man einen spektakulären Blick auf einen besonderen Anziehungspunkt des Opel Zoo. Die afrikanischen Elefanten, übrigens die einzigen in Hessen. In ihrer neuen, großzügigen Elefantenanlage mit dem Elefantenhaus, den drei abwechslungsreich gestalteten Außenanlagen mit Badebecken, sind sie zu jeder Jahreszeit von den Besucherantritten und Stegen her gut zu beobachten. Der Opel Zoo in Kronberg, ganzjährig täglich geöffnet.